Okay, hungriger Hurensohn hat ein neues Video hochgeladen, meine Freunde. Wir schauen rein. Der blonde Lümmel, da gucken wir doch mal rein. Den Chat machen wir an der Stelle aus. Ich würde sagen, rein in die Reaktionsmasse. Auf gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Ändern mal dein Intro. C7? Was ist das denn? Club 7 Poker presents. Bist du deppert? War das eine Sendung wieder? Wer ist der denn? Der sieht aus wie Knossi ohne Drogenproblem. Wie geil. Seien Sie wieder dabei beim nächsten Mal, wenn's heißt, der blonde Lümmel ist wieder im Fernsehen. Best of blonde Lümmel im Fernsehen. Was muss ein Mann haben, dass er ins Bettchen hüpfen darf? 20 Zentimeter. Ja, du fallst schon mal weg. Ich mag kein Catching und alle Ärzten singen. Keine blonden Männer und kein grünes Hemd. Diesmal müssen sie in einem rasanten Quadrennen einen kühlen Kopf bewahren. Ich gebe Vollgas. Leider hat der Jens mich übersehen und fuhr dann in mich rein. Jens, Alter. Ja! Jens ist ja tatsächlich für den Tod von 13 Menschen verantwortlich. Das wissen viele nicht. Mann, hast du mich nicht gesehen? An alle Eltern! Ich hab's nicht gesehen, ich konnte gar nichts machen. Digga, wenn man das wirklich mal jetzt analysiert, sieht man sogar, dass er getreten hat. Ich war wirklich keine Absicht, ich hab einfach Gas gegeben, ich konnte nichts machen. Ich wollte dich töten. Das ist wirklich ein Ding. Knossi ist nur so groß geworden, weil er sich durchsetzen konnte, weil er einen Großteil seiner Pokerfeinde getötet hat, tatsächlich. Nicht mehr aufstehen nach meinem Stunt. Katsching. Zeig uns, was du kannst. Mein erster Schritt auf Seil war ein komisches Gefühl. Oh nein. Oh shit! Feuer! Da sind wir aber mal gespannt. Digga, das muss man sich vorstellen. Jens hat's geschafft. Der hat alles gemacht, um damals ins Fernsehen zu kommen. Dann hat er alles gemacht, um aus dem Fernsehen wieder wegzukommen. Dann hat er angefangen mit Streamen und jetzt ist er wieder im Fernsehen. Wahnsinn. Jetzt komm! Dr. Helmut Kohl zu sagen. Digga, ich hätte so gern bei so einem Parcours mal mitgemacht, Alter. Alles klar, Junge! Jetzt! Guck mal, oh mein Gott, ist der vollgeschissen? Hat der Durchfall? Die Hose voll, der flöht und du. Oh nein! Alter, einfach in den Durchfallpool reingedriftet. So, da ist mir das Wasser hochgespritzt! Bei Tierdokumentation, da habe ich immer sehr leicht am Wasser gebaut. Gerade heute wieder geweint bei einer Tierdoku, muss ich gestehen. Zwischen dem Feldhasen und dem Schneehasen kommen Kreuzungen vor. Das zeigt. Ja, ich bin ein sehr sentimentaler Mensch. Ich bin kein 8-jähriger Junge mehr. Ich bin ein 40-jähriger Mann. Und ich gehe ja von dem Platz, wann ich das möchte. Doch kurz danach hört sich der Bananenmann dann doch eher wie ein 8-jähriger an. Sie können doch nicht mein Megafon beschlagnahmen. Ich hab auf meine Kamera gestorben, Alter. Hier liegt der künftige Bundeskanzler. Eine Mutter außer Pfand und Bein. Geil, Digga, geil. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Ist es Philipp Amthor? Nein, gar nicht. Das ist einfach Elotrix. Da war ich irgendwo auf dem Weg und ich habe das Blitzergeräusch gehört, also von meiner Blitzer-App. Ach so. Und ich hatte Angst, oh, scheiße, Tommy, bin ich jetzt geblitzt worden. Dann bin ich umgedreht auf der Straße und wollte gucken, wo der Blitzer ist und um zu gucken, ob ich geblitzt wurde. Alter, ich bin in die andere Richtung gefahren. Du wurde nochmal geblitzt. Ich hab auf die Geschwindigkeit geguckt und wurde geblitzt. Stil, du brennst. Comedy mit den Jungs. Ja, das heißt ich. Boah, Digga, Apo fucking LED, Alter. Da, Junge. Dass wirklich Leute diesen Clip rausgekramt haben, um dir jetzt nochmal die Ehre zu nehmen. Apo. Das heißt Red, Digga. Dieser Clip, wirklich, da gefriert mir einfach das Knochenmark in meinem Arsch. Monte, dein Aquarium brennt.
Ja. Monte auch noch mit so einem... Deutschrap ist beschissener denn je. Keiner liefert mehr ab. Doch es gibt eine neue Hoffnung für die Szene. Nein, bitte nicht, Digga. Das ist nicht die Hoffnung der Szene, das ist der Untergang der Szene. Nein, nicht der. Ich rede von diesem Nachwuchstalent. Geile Karten, 6 Displays insgesamt und... Ach du Scheiße. Hier muss was Geiles rauskommen. Zerreißprobe ist original. Ach du Scheiße. LOL, halt's mal, die Karten sind kaputt. Ist sie fake, Mann? Ehrenbruder Mark ist in Gefahr. TikTok ist sehr haram, siehst du? Nein, bei mir. TikTok bei mir nicht. Haram. Nein. Ja, aber das muss ich auch sagen. Zum Beispiel mein TikTok ist schon sehr unterschiedlich zu sein und ich weiß nicht, woran. Mark ist verheiratet? Mark Gebauer ist verheiratet? Junge, geil, Glückwunsch. Das liegt also irgendwie, er ist so. Also bei dir sind schon manchmal so komische Sachen dabei. Was für komische Sachen? Ja. Die du immer dann wegscrollst. Wenn ich so liege und dann so mache, dann scrollst du es weg. Was denn? Oh oh, oh oh, oh nein! Klassischer Abend bei dem Gebauers. Gekonnt ist sich rausreden in 3, 2, 1. Also ich hab, also ich... Gut gemacht. Fledermaus. Digga, es ist ein Affe. Danny. Oh, fucking Gargamel einfach. Geben Showtricks mit Sascha und Nico. Trick 1, sich dauernd unterbrechen lassen. Wir werden stolz sein, alle, die dich jetzt kennen. Ja? Und auf der anderen Seite, Nico Lazzaridis. Wir sagen einfach Donowald. Sagen B. Nein, wir machen es anders. Doch. Nein, wir machen das so. Ich habe das passiert. Gar nicht gesagt. Hat schon B eingeloggt. Immer wieder was Neues. Ja, aber das am Neusser Markt steht. Digga, geil. Mich haben sie ausreden lassen. Das Rathaus. Wer ist denn der Joker? Wird sich ständig wiederholen, der Tim Gabel. Ach, Tim Gabel. Ist das nicht diese komplette Vollspa... Oh! Tim, alles klar bei dir? Wenn er jetzt Schütze sagt, Digga, wenn er jetzt Schütze sagt, dann pisse ich mich voll. Bis bald. Ciao, Tim. Trick 3. So tun, als hätte man Ahnung, obwohl man der größte Idiot im Raum ist. So, also der pH-Wert des Wassers ist sehr hoch. Oh. Welchen pH-Wert hat denn Sprudelwasser? Würdest du sagen? Wasser hat einen pH-Wert von 7. Neutral. Da ist ein höherer Säureanteil drin, deswegen ist der pH-Wert niedriger als bei neutralem Wasser. Sprudelwasser ist Kohlensäure. Sprudelwasser wird wahrscheinlich einen pH-Wert von 7,5 oder sowas haben. Ich google das jetzt. 5,5. Bingo. Völlig logisch, ja, dass die Antwort C hier schon mal ausgeschlossen werden kann, oder? Ja, aber da muss man auch mal ehrlich sagen, was ist denn das für ein Dreck, Mann? Trick 4. Nachdem man verkackt hat, direkt in die nächste Gameshow sliden. Säuren haben den niedrigen pH-Wert. Genau, sag ich ja. Sascha, unter anderem soll der Spargeltart sein in der Runde, hat riesige Nasenlöcher. Auch das ist, glaube ich, bekannt. Darauf erstmal eine Kippe. Mann, Junge, der macht da noch einen Corona-Test. What the fuck? Smoke weed every day. Hinterliegenden. Oh, hören die uns beim Pissen? Oh, beim Pissen aber noch das Mikro an, ne? Einfach die Arme gebrochen, Beine gebrochen. Einmal. Unser Teammate. Oh,
Wie denn? Ich fand, hast du deine Frisur da einmal in deinem Leben angeschaut? Ein einziges Mal. Trick 5. Den Gegner komplett hops nehmen. Ich kann nichts dafür, dass du keine Haare hast. Mach jetzt so einen 30-sekündigen Intervalllauf ganz nach hinten. Ist ungefähr so ein halber Kilometer. Das heißt, Achtung, der Mann ist extrem klug. Er braucht für 100 Meter 6 Sekunden. Und Usain Bolt hat 100 Meter in 8 Sekunden gelaufen. Das heißt, Simex ist der schnellste Typ der Welt. Ja, der Mann hat recht. Da konnte sich wohl wieder jemand nicht Der muss in die Klinik rein. Bald ist es vorbei. Och Gott, tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Das war aber jetzt nicht, das war aber jetzt nicht angebracht. Hallo? Ui. Ah ja, okay, er heißt wirklich Ui. Florian hat angegeben, dass er sich der Armee verpflichten will. Deshalb wird überprüft, mit welchen Fähigkeiten er dienen könnte. Haben Sie einen Führerschein? Nein, das habe ich nicht. Haben Sie Computerkenntnisse? Nope. Nein, das nicht. Haben Sie vielleicht mal eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht? Nein, auch nicht. Sind Sie Skiläufer? Nein, das auch. Naja, haben Sie ein Sportabzeichen? Ja, ich habe Seepferdchen. Was muss man für Seepferdchen nochmal machen? Dem Schwimmmeister ein Blasen und die Rutsche runterrutschen, oder? Digga, Seepferdchen, Alter, das kriegt man doch automatisch verliehen, wenn man geboren wird. What the fuck? Monte wieder mit seinen langweiligen Storys. Ich bin ja jetzt erst seit, keine Ahnung, wie lange bin ich jetzt Single? So, also. Dass er es immer schafft, in so normalen Szenen dieses Weirde herauszubekommen. Anna und ich haben uns getrennt vor 2,5 Jahren ungefähr. Ne? 10 Meter tief schwimmen muss man für ein Seepferdchen. 10 Meter tief schwimmen kann doch kein 7-Jähriger. Digga, wenn man 10 Meter tief schwimmt, platzt einem der Kock. Und seitdem... Warum trinkt Carsten so weird? Lass es mal, mach mal richtig jetzt. Trink mal wie ein richtiger Mann. Nimm das mal richtig in die Hand und dann trink mal so. So trinkt man und nicht anders. Zuschauertechnisch, also was heißt zuschauertechnisch, aber... Liebste Freunde, liebe Facebook-Freunde, bis... liebe Facebook-Freunde. Facebook ist so eine Scheiße. Dann, euer Jens.